zack, mit Rutz in den nächsten Club verreckt. Spring dir wieder mal nicht an. Ach, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt lass ihn dann verschrotten. Geht, das sagen Sie jetzt mal. Frag ich, wann fahren Sie heute in die Stadt? Ach, das dauert noch. Aber bis zur Bushaltestelle kann ich Sie schnell bringen. Oder wollen Sie lieber ein Taxi rufen? Nein. Nur gibt's kein Leich, also es brisiert gar nichts. Da würde ich eine längere Pause machen. Und da auch. Noch länger, meinst du? Naja, ich glaube nicht, dass das die Marilyn genauso sieht. Marilyn, kommst du endlich? Wir brauchen dich hier. Komme gleich. So, dann sagst du deinen Schlusssatz, legst das Skript auf den Tisch, klopfst einmal drauf und gehst entschlossen ab. Der Abgang muss energisch wirken. So ganz nach dem Motto, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Wo bleibt die denn jetzt? Marilyn! Marilyn? Frau Stocke, kann ich dem Maklerbüro Enders Ihre Nummer geben? Warum? Mein Vermieter hat mir doch wegen Eigenbedarf die Wohnung gekündigt. Das war doch schon vor 2 Monaten. Ja, deshalb wird es ja langsam Zeit, dass ich mich darum kümmere. Also, Herr Bach, Sie sind echt einer. Und deswegen würde ich gerne dem Maklerbüro Ihre Nummer geben. Sie wissen doch immer, wo ich bin, falls die mich mal nicht erreichen. Und falls Sie mal Ihr Handy vergessen haben, gell? Stockel, ich brauche deine Hilfe. Guten Morgen, Herr Bach. Guten Morgen, Herr Mohr. Was brauchst du? Es ist ja so, ich bin doch seit kurzem der Schatzmeister bei unserem Kegelverein. Und jetzt bin ich tatsächlich auf finanzielle Unregelmäßigkeiten gestoßen. Die da wären? Dass in der Vereinskasse weniger drin ist, als wir drin sein sollt. Vielleicht hat jemand was gestohlen? Gottes Willen, Herr Bach, das wäre der finanzielle Supergau. Nein, ich muss morgen den Rechenschaftsbericht abliefern. Und jetzt meine Bitte, Stockel. Könntest du die Belege so ein bisschen durchforsten? Du kannst es doch so gut. Also ich glaube, der Andi, der kann das viel besser als ich. Tipp Rosenheim, Apparat Stockel, grüß Gott. Ja? Wo? Ja, kenne ich. Bitte fassen Sie nichts an, wir kommen. Meine Herren, es gab an der Leich, Bosetti Straße Nummer 10, Studio 1, HDE TV. HDE? Habedere TV. Das ist der neue Rosenheimer Lokalsender. Stuckel, bitteschön. Was ist das? Die Belege. Also quasi, wenn du dir jetzt dem Andi. Da wird er sich bestimmt freuen. Ja, freilich. Herr Bach! Herr Bach, Sie haben alles, Handy etc.? Ja, hab alles. Dann gehen wir. Stuckel, bitte, Michi. Stadler. Frau Stockel? Herr Stadler, es gab wieder Leich. Grutze Nesen. Ich bin da an einem Bushäusl, weil mein Auto schon wieder bockt und weit und breit ist kein Bus nicht in Sicht. Ja, das hilft nichts. Sie müssen trotzdem in die Bosetti-Straße Nummer 10, Studio 1, habe die Ehre TV. Gut, ich sag's einem Busfahrer, wenn er kommt. Soll einen Kollegen schicken? Moment. Mein Herr Stadler, ich hab gerade mit dem Kabiner telefoniert. Der hat mir gesagt, dass die Buslinie gar nicht mehr in Betrieb ist. Tut mir so leid. Steigen's ein. Weißt du, Sie fahren mir jetzt? Freilich. Bosetti Straße 10, haben Sie gesagt? Ja. Gut, Stadler ist unterwegs. Ende. So, dafür koche ich heute auf was Gescheites. Sie? Ich bin ja mal gespannt. Was halten Sie von einem Rehbraten? Meine absolute Spezialität. Sind Sie sicher? So, Frau Meier, ich bin gleich wieder da, gell? Lieber Herr Bach! Ja? Es ist ja so, unsere Leiche ist die Marilyn Schneider. Die Marilyn Schneider war die zweite Assistentin, aber die erste Assistentin, das ist die junge Dame da drüben, das ist die Josie Meier. Wem haben denn die beiden assistiert? Einem gewissen Frederik Wagner. Der Frederik Wagner, das ist ja so ein Moderator, zuständig für Gesellschaft und Kultur. Aber das ist so ein bisschen ein Jim wichtig. Der ist so wichtig, dass er rausgegangen ist zum Telefonieren. Tut mir leid, mein Auto. Ich habe irgendwas versammelt. Nein. Können Sie mir doch mal jetzt diesen Moderator. Einmal Frederik Wagner, jawohl. Und danach befragen Sie bitte alle anderen Mitarbeiter. Alle anderen, jawohl. Morgen. Komm mal. Ja, unser Toter heißt Marilyn Schneider und war die zweite Assistentin von einem Fernsehmoderator. Von diesem Frederik Wagner. Mhm. Und das da ist seine erste Assistentin, die Josie Meier. Frau Meier? Bach, mein Kollege Hauptkommissar Stadler. Scott. Scott.
Wissen Sie denn, was passiert ist? Na, wir haben die Sendung für heute Abend vorbereitet. Und da ist sie plötzlich mit dem Stuhl umkippt. Das kann doch kein Zufall sein. Wie meinen Sie das jetzt? Die Marilyn hat vor ein paar Tagen einen Drohbrief bekommen. So, das ist mein Schreibtisch und das ist der von der Marilyn, also von der Frau Schneider. Die ist noch nicht so lange bei uns gewesen, gerade mal 3 Wochen. Ist das denn der Brief? Ja. Gerade mal 3 Wochen hier und schon Drohbrief. Wenn ich sowas zu geben. Warum hat Ihr Chef eigentlich 2 Assistentinnen gebraucht? Das müssen Sie ihn selber fragen. Verschwinde oder du verschwindest für immer. Sehr originell. Und er kann einfach so bestimmen, wer für ihn arbeitet? Na, eigentlich nicht, weil es ist normalerweise die Aufgabe von der Frau Walnitschek. Das ist unsere Chefredakteurin. Aber? Ja, keine Ahnung, wie das abgelaufen ist. Auf jeden Fall war die Marilyn von einem Tag auf den anderen da. Und die Frau Walnitschek hat nichts gesagt, obwohl mir ja auch gesehen hat, dass es ihr nicht schmeckt. Sagen Sie mal, wie viele Leute arbeiten da bei dem Sender? 10 Feste und 14 Freie. Und entschuldigen Sie jetzt die blöde Frage, aber ich bin aus Passau. Was wird denn hier so gesendet? Ja, alles, was in der Stadt und Umgebung so passiert. Also Kultur, Politik, Wirtschaft, Lokales vor allem. Aber hauptsächlich Werbung für die ansässigen Firmen und Gaststätten. Und wem gehört der Sender? Dem Herrn Lautner. Das ist der hiesige Wurstfabrikant. Ah. Ja, der sein Geld jetzt vornehmlich in die Medien steckt. Die Lokalzeitung will er auch übernehmen. Hatte Frau Schneider mit irgendjemandem Streit? Die Freundin vom Herrn Wagner, die Frau Brandauer, die war nicht gut auf sie zu sprechen gewesen. War die eifersüchtig? Ja, und wie? So, Herr Wagner, kommen Sie bitte weiter. Ist ja keiner da. Frau May, wissen Sie, wo die Häuptlinge sind? Also die Herren Hauptkommissare. Nein, aber wenn Sie sie sehen, sagen Sie ihnen doch bitte, dass ich gleich mit der Leichenschau fertig bin. Ja, ist recht. Herr Wagner, Sie bleiben bitte hier, ich bin gleich wieder da. Ja. Ja? Frederik Wagner. Sie sind mir bekannt, Herr Wagner. Ich habe mal eine Ihrer Sendungen gesehen. Nur eine? Das enttäuscht mich. Und das ist Ihr tägliches Brot? Ja, kann man so sagen. Da würde ich gerne mal eine Sendung drüber machen. Pathologin Mai im Einsatz. Spannendes Thema. Und mit so einer hübschen Protagonistin wäre das ein Knüller. Den Fall müsste man natürlich aufpeppen. Vielleicht das Gerücht streuen, dass der Mörder ein Serienmörder ist, der einen HDE-Mitarbeiter nach dem anderen auslöschen will. Ja, dann warten wir doch ab, bis Sie hier liegen, Herr Wagner. Bei einer so gut aussehenden Leiche, da werden die Quoten sicher durch die Decke gehen. Der Herr Lorenz ist noch nicht da. Ach so, aber er kommt halt noch. Ich denke mal schon, sonst hätte der mir bestimmt Bescheid gesagt. Uns. Ist das für ihn? Wenn Sie ihm das bitte geben würden und sagen, er soll mich dringend anrufen. Sind das Schuhe? Frau Lange, sagen Sie ihm einfach, er soll mich anrufen. Mach ich. Guten Morgen, Frau Grasriegel. Ah, Herr Achtziger. Kann man Ihnen irgendwie behilflich sein? Na. Gut. Das ist jetzt quasi dieser Moderator. Also wirklich auf jedem Bild drauf. Ja, wie hat er mal gesagt, Jim wichtig. Die Frau Walnitschek ist außer Haus. Die ist zum Herrn Lautner gefahren, um ihm von dem Vorfall zu berichten. Hier habe ich die Handynummer notiert und die von der Frau Brandauer auch. Vielen Dank. Danke. Ja, um Gottes Willen, wo seid ihr denn hier? Der Frederik Wagner wartet. Herr Mohr, bestellen Sie bitte eine Frau Walnitschek, das ist die Chefredakteurin hier aufs Kommissariat. Und eine Frau Brandauer, das ist die Freundin von Herrn Wichtig. Ja, ist Herr Mohr, sagen Sie bitte der Frau Stockel, sie möchte alles über die Marilyn Schneider zusammentragen. Ja, und das da, das ist der Drohbrief. Der schaut jetzt da aus wie Papp, ist aber in Wirklichkeit druckt. Also alle Drucker in die KTU und das Druckbild mit diesem Drohbrief abgleichen. Ja, ist es. Aus? Aus. Fragen Sie bitte Frau Stockel, ob die Maklerin sich gemeldet hat. Die Maklerin? Frau Stockel weiß Bescheid. Also das ist nicht schwer, vor der Kamera zu stehen. Ich kann Ihnen da gerne einige Tipps geben. Wir können uns ja mal verabreden. Ganz unverbindlich natürlich. Ich habe leider zu tun, Herr Wagner. Hat mich gefreut. Was wollte der denn von dir? Der will einen Film über mich drehen.
Aha. Frau May, bevor Sie uns jetzt auf Hollywood abwandern, sagst du, wie es um die Leiche bestimmt ist. Giftmord. Wie in unserem letzten Fall Blausäure. Nur, dass in diesem Fall das Gift in den Kaffee gemischt wurde. Sicher. Typischer Bittermann-Geruch, rötliche Hautverfärbung. Mhm. Zu 90%. Die Karte wird Ihnen die restlichen 10% nachreichen. Nein, die Maklerin hat sich noch nicht gemeldet. Aber ich bleib natürlich am Ball. Sag ihm, er kann sich selbstverständlich auf mich verlassen. Ja, bitte, Michi. So, dann machen wir das einfach. 80er. Der Obduktionsbericht folgt dann umgehend. Wunderbar, Frau May. Vielen Dank. So, Dalle. Stadler, Grippe Rosenheim. Frederik Wagner. Grüß Gott, das ist mein Kollege, der Herr Bach. Sie scheinen ja hier ein ziemlich wichtiger Mann zu sein, ne? Heute wichtig, morgen nichtig. Der Ruf in unserem Business ist flüchtig. Ach, das reimt sich ja sogar. Sagen Sie uns doch einfach ein bisschen was über die Marilyn Schneider. Sie hatte gute Ideen und das wie am Fließband. Sie kannten sie also schon länger? Nein. Ich habe sie auf einer Premierenparty kennengelernt. Das war vor 4 Wochen. Ah, und dann gleich engagiert? Vom Fleck weg. Solche Leute bleiben nicht lange auf dem freien Markt. Ach ja, ich habe noch einen Termin außer Haus mit Landrat Hintermoser. Ist recht, Herr 80er, und ich hätte noch eine Frage. Wissen Sie, ob der Herr Lorenz heute noch kommt? Nein, ist er noch gar nicht im Haus? Hab ihn noch nicht gesehen, aber er ist nicht auf einer Fortbildung oder so. Nicht, dass ich wüsste. Brauchen Sie ihn denn? Ist nicht wichtig. Sicher? Ganz sicher. Also jetzt machen Sie es mir direkt neugierig. Gibt es da vielleicht ein Abrechnungsproblem, vor dem ich wissen sollte? Gibt es nicht. 80er? Wohnung? Nein, ich brauche gerade. Augenblick. Herr 80er, ich habe ausnahmsweise mein Telefon auf Iris umgestellt. Ich erwarte diesen Anruf ganz dringend. Ja, brauchen Sie eine Wohnung? Na, aber könnten Sie mir das Telefonat rüberstellen? Ja, ja, ja. Hallo, sind Sie noch da? Ja. Also, meine Mitarbeiterin, die Frau Stockel, erwartet dringend Ihren Anruf. Ah, der Herr Bach sucht eine Wohnung, verstehe. Herr 80er, ich bin dran. Grüß Sie, Stockel am Apparat. Ja, der Herr Bach hat mir schon gesagt, dass Sie anrufen. Ja, den werden Sie wahrscheinlich nicht erwischt haben, weil der im Einsatz ist. Sie haben eine Wohnung für ihn. Oh, der wird sich freuen. Moment. Ja? Ja, ich habe was zum Schreiben da. Ich notiere. Der Herr Lorenz ist übrigens immer noch nicht da. Ja, habe ich. Das ist die Objektnummer. Moment. Ist noch was? Nein. Dann sage ich dem Herrn Bach, dass er sich mit Ihnen in Verbindung setzen soll für einen Besichtigungstermin. Ja, bedanke ich mich ganz herzlich. Wiederhören. Trampe. Na ja, dann habe ich telefoniert mit der Frau Brandauer, die Freundin. Dann habe ich telefoniert mit der Frau Walnitschek, die Chefredakteurin. Die beiden Damen sind auf dem Weg in das Kommissariat hinein und die Stockel weiß Bescheid. Sehr gut, Herr Mohr. Herr Mohr, ja. Was ich jetzt noch brauche, ist, wo hat die Marilyn Schneider ihren Kaffee geholt und wo war sie überall mit dem Becher? Das ganze Bewegungsmuster. Bewegungsmuster? Mhm. Von einem Kaffeebecher? Ja. Maklerbüro hat noch keines angerufen, aber die Stockel ist am Ball. Sehr gut. Sind Sie die Frau Brandauer? Ja. Grüß Gott, Polizeihauptmeister Mohr, Grippe Rosenheim. Wir haben vorhin telefoniert und ich habe Sie gebeten, dass Sie sofort in das Kommissariat hineinkommen sollen. Ich bin auch gerade auf dem Weg dahin. Ah, ja. Susi hat mir nur mein Tablet gebracht, ich hatte es vergessen. Tschüss. Tschüss. Ciao, Bella. Ciao. Die Frau Meier hat meiner Ansicht nach ein solides Motiv. Angst um ihren Job als erste Assistentin? Ja. Bringt man deswegen gleich jemanden um? Wenn man seinen Job als Sprungbrett sieht? Hm. Es handelt sich hier um einen Rosenheimer Lokalsender, dessen Sendegebiet gerade einmal um den Chiemsee gelangt. Grüß Gott, die Herren. Ach, Herr Lorenz, weil ich Sie gerade sehe. Wo waren Sie denn bis jetzt? Ja, ich war in München. Ich hatte einen Termin mit Herrn Dr. Lauser König und Herrn Seitz. Ach, das müssen Sie der Frau Stockel oder mir sagen. Ja, aber das Ganze war recht kurzfristig. Herr Seitz hat mich erst gestern Abend angerufen, dann habe ich Sie angerufen und habe Ihnen auf die Mailbox gesprochen. Tatsächlich?
dann muss ich mich bei Ihnen entschuldigen, natürlich. Es ist so, die Frau Stockel sucht Sie. Deswegen? Schuhe? Na, das glaube ich jetzt weniger. Das sind keine Schuhe. Der Wagner macht mir den Eindruck, als ob er noch viel mit seiner zweiten Assistentin vorhatte. Ja, vielleicht hat er auch auf ein bisschen mehr spekuliert. Hm? Sie meinen, er wollte was von ihr? Oder er hat schon gekriegt. Ah. Sie sind die Frau Brandauer. Nein, ich bin die Frau Walnitschek. Auch gut, Hauptkommissar Stadler, grüß Gott. Grüß Gott. Wenn Sie mir bitte folgen. Ja, gern. Herr Bach, zwei Dinge. Erstens, die Frau Schneider ist vorbestraft und hat einen Eintrag im Bundeszentralregister wegen schweren Raubes, Paragraph 250 Absatz 2. Absatz 2, da bekommt man nicht unter 5 Jahren Gefängnis. Nein, ja, ist die gesessen. Finden Sie bitte alles über diesen Raub heraus. Wann er war, wo er war und wann Frau Schneider aus dem Gefängnis gekommen ist und so. Mach ich. Gibt's eigentlich was Neues wegen dem Kaffeebecher? Welcher Kaffeebecher? Ja, der Kaffeebecher, in dem das Gift war. Herr Mohr sollte ihn von der Spusinger Fingerabdrücken untersuchen lassen. Davon weiß ich nichts und ich habe nichts davon gehört. Frau Stockel? Ja? Dann Sie uns bitte in circa einer halben Stunde eine Leitung zum Herrn Lautner machen. Das ist der Besitzer von Habitäre TV. Auch das. Zweitens, Herr Bach. Die Frau Enders hat angerufen, die Maklerin. Sie hätte eine Wohnung für Sie. Wegen des Besichtigungstermines setzen Sie sich bitte mit einer Frau Riedelsberger auseinander. Und das ist die Objektnummer. 63 14 12. Da ist schon wieder, oder haben Sie nicht vor 2 Monaten schon eine Wohnung gesucht? Nein, da habe ich erfahren, dass ich aus meiner alten Wohnung raus muss. Und wann müssen Sie raus? Nächste Woche erst. Ah, sportlich. Aber wie heißt es so schön? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ja. Also, packen wir's. So, Frau Walnitschek, das ist mein Kollege, der Herr Bach. Guten Tag. Grüß Gott. Wo waren Sie denn heute Morgen, als Frau Schneider vergiftet wurde? In meinem Büro. Und davor? Auch in meinem Büro. Ich bin der Frau Schneider heute noch gar nicht begegnet. Wie war denn Ihr Verhältnis zu Frau Schneider? Da kann ich gar nichts drüber sagen. Die war erst seit 3 Wochen bei uns. Ihr Moderator, der Herr Wagner, hat ja die Frau Schneider eingestellt. Richtig. Laut Frau Meier hätten eigentlich Sie die Einstellungen vorgenommen. Ja. Hätte er das gar nicht gedurft? Der Herr Wagner darf im Moment sehr viel. Das heißt? Der Herr Lautner hält seine Hand über ihn, weil er Angst hat, dass der Herr Wagner zur Konkurrenz abwandert. Ach so, und deswegen müssen Sie jetzt Start halten, wenn der Herr Wagner eigenmächtig vorgeht. So schaut's aus. Ja, hey, Miriam. Du, was soll ich denn mit diesem Karton? Aha. So, so. Ja, gut, dann komm doch am besten mal runter. Gut, bis gleich. Wie war denn die Frau Schneider so? Sehr selbstbewusst. Die hat sich überall eingemischt. Das ist bei den Kollegen nicht so gut angekommen. Besonders bei der Frau Meier, ja? Ja, die hat sich auch öfters bei mir über die Schneider beschwert. Wie hat sich eigentlich der Herr Wagner gegenüber der Frau Schneider verhalten? Der war ja wie Wachs in ihren Händen. Lief da was zwischen den beiden? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass seine Freundin nicht besonders gut auf sie zu sprechen war. Entschuldigung, die Frau Brandauer wäre jetzt da und ich bin jetzt kurz beim Andi und dann rufe ich den Herrn Lautner an. Sehr gut. Entschuldigung. Die Frau Brandauer war eifersüchtig? Ja. Einmal auf der Toilette habe ich mitbekommen, wie die Susi, also die Frau Brandauer, die Schneider beschimpft hat. Und was ist es da gegangen? Die Frau Schneider hat ihrem Freund, dem Herrn Wagner, dem hat sie anscheinend lauter SMSen geschickt. Das sollte sie gefälligst unterlassen. Und wie hat Herr Wagner sich in diesem Konflikt verhalten? Sehr aggressiv. Er hat seiner Freundin vor versammelter Mannschaft Vorwürfe gemacht, dass sie immer wieder im Studio auftaucht und sich so aufhört. Wussten Sie eigentlich, dass Frau Schneider vorbestraft war? Nein. Was hat sie denn angestellt? Gut, das wäre dann erstmal alles. Vielen Dank. Andi. Hi. Hi. Sag mal du, ich blicke irgendwie nicht durch. Otto Reindl. Burger, was sind das für Belege? Ich kenne da keine einzige Person. Das sind Belege von Michi, der ist doch seit neuestem Kassenwart von seinem Kegelverein. Ja, toll für ihn. Mhm. Und du sollst sie bitte durchschauen, weil er ist schon ganz verzweifelt, weil er meint, die Kasse stimmt nicht. Aha, und das sind alle Ein- und Auszahlungsbelege? Das hat er so nicht gesagt, aber ich nehm's mal an. Mhm. Frau Brandauer, wie lange sind Sie und Herr Wagner schon zusammen? 2 Jahre. Sie haben sich ja nicht sehr gut mit der Frau Schneider verstanden. Hat es die Frau Walnitschek gesagt?
Ist das wichtig, wer das gesagt hat? Schon. Weil die Frau Walnitschek vielleicht von sich ablenken will? Weil sie die Schneider genauso wenig hat leiden können wie ich, wenn auch aus anderen Gründen. Die Frage ist nur, bringt man jemand um, nur weil er von jemand anderem protegiert wird? Weil man jemanden nicht einstellen bzw. ablehnen dürfte? Sie meinen, ich habe da das bessere Motiv. Eifersucht ist bei uns immer ganz hoch im Kurs, hm? Wo waren Sie denn heute Morgen um 9.15 Uhr? Zu Hause, alleine. Frederik war, wie Sie ja wissen, schon bei der Arbeit. Sie wohnen mit dem Herrn Wagner zusammen? Ja. Folglich in der, Moment, Wendelsteinstraße 6. Oh, das ist ja ganz in der Nähe des Studios. Ich darf mal sagen, knapp 5 Minuten zu Fuß. Dann habe ich neben einem guten Motiv auch noch ein schlechtes Alibi. Meinen Sie das? So schaut's aus. Und die 680 Euro, das ist der aktuelle Bestand der Vereinskasse. Also wenn's da steht, weißt du, der Michi hat mal den Karton auf den Tisch geknallt und es abdampft. Ja, okay, ich schau's mir an. Hm? Du bist ein Schatz. Ich weiß. Hm. Hören Sie, diese kleine Schneider war doch keine Konkurrenz für mich. Und warum haben Sie sich denn dazu herabgelassen, Sie auf der Toilette zu beschimpfen? Und warum hat sie dann ihr Lebensgefährte, der Herr Wagner, vor versammelter Mannschaft zurechtgewiesen? Da hat die Walnitschek sie ja gut informiert. Das ist nicht die Antwort auf unsere Frage. Mein Gott, ich war genervt von der Frau. Sie war sowas von penetrant. Einmal habe ich sie sogar vor unserem Haus entdeckt. Wie entdeckt? Sie saß in ihrem Wagen. Erst habe ich gedacht, sie beobachtet mich. Aber sie hat auf Frederik gewartet. Oder besser gesagt, sie hat ihn abgepasst. Aha. Sie meinen, sie hat ihn gestalkt? Frederik kann man nicht stalken. Jeder, der ihm hinterherläuft, ist Balsam für sein Ego. Also Klartext, sie wollte was von ihm, aber er nichts von ihr. Außer, dass es halt seinem Ego geschmeichelt hat. Genau so ist es. Was glauben Sie, wie oft das in den 2 Jahren vorgekommen ist? Praktisch täglich. Frauen, die ihn anhimmelten, waren mein täglich Brot. Und da lernt man mit der Zeit, damit umzugehen. Das schließt Mord nicht aus. Ist auch eine Art, damit umzugehen. Ah, Entschuldigung, der Herr Lautner wäre am Telefon. Das ist der Besitzer von HDE TV. Wunderbar, Frau Stockel. Sie machen da weiter, bitte. Frau Stockel, ich komm rum. Ach so? Ja. Ja, Frau Brandauer, vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Das war's dann erstmal. Halten Sie sich bitte zur Verfügung. Guten Tag, Frau Rensberger. Ich rufe an wegen der Wohnung. Richtig, mit der Objektnummer 631412. Jetzt habe ich aber eine Frage. Kriegt man eigentlich bei euch auch einen Kaffee? Sie immer, Herr Mohr. Erstens, das habe ich ganz vergessen, Sie sollen zum Herrn Lorenz. Zum Andi? Ja. Geht's um den Karton? Später, Frau Klassiker, später. Was das wohl mit den Zettel auf sich hat? Was für Zettel? Haben Sie etwa in den Karton reingeschaut? Ich? Na, ich hab das zufällig gesehen, wie der Herr Lorenz reingeschaut hat. Aha. Grüß dich, Andi. Hi. Das ist so nett, dass du das machst. Ja, kein Problem. Du bist ja schon mittendrin, sehe ich. Ja, du, ich hab jetzt mal alles durchgesehen. Und zwar laut deinem Vermerk hier müssten sich eigentlich 680 Euro in der Kasse befinden. Ja, das ist korrekt. Du hast dich auch nicht verzählt. Na. Ich hab dreimal noch Zeit. Mhm, weil laut den Belegen hier, falls man das überhaupt Belege nennen kann, müsste sich eigentlich mehr als doppelt so viel in der Kasse befinden. Das ist richtig, so weit war ich auch schon. Und wo ist das Geld? Das weiß ich nicht. Aber du bist der Kassenwart. Das weiß ich. Okay, also nochmal von vorne. Alle haben gleich viel einbezahlt. Und wenn ich davon die Ausgaben abziehe, fehlen immer noch 730 Euro. Mhm. Also, da kommt für mich eigentlich nur Diebstahl in Frage. Ja, und das ist schrecklich. Ja, gibt's denn noch andere Ausgaben? Nicht, dass ich wüsste. Aber du bist dir nicht sicher. Bei Andi, wo sind denn schon sicher im Leben? Dann forsch doch nach, hm? Du bist doch Polizeihauptmeister. Nachforschung ist doch dein zweiter Vorname. Aha. Hat die Frau Brandt auch noch irgendwas gesagt? Nein, alle Fragen waren geklärt. Ich habe sie nach Hause geschickt. Außerdem habe ich gleich noch einen Besichtigungstermin. Sagen Sie mal, was machen Sie jetzt, wenn Ihnen die Wohnung nicht gefällt? Na, dann wird's eng. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das nicht passiert. Ich habe der Maklerin exakt meine Vorstellung geschildert. 50 bis 60 Quadratmeter, 2 Zimmer, Küche, Bad, kein Erdgeschoss, Stadtmitte.
So, so. Ah, bevor ich es vergiss, der Herr Lautner hat was ganz was Interessantes gesagt. Unser Mr. Wichtig, der Wagner, ist vor 3 Tagen mit der Marilyn Schneider bei ihm gewesen und hat ihm folgenden Deal vorgeschlagen. Die Marilyn Schneider bekommt den Posten von der Walnitschek, dafür verpflichtet er sich, für weitere 2 Jahre beim Sender zu bleiben. Und hat der Lautner zugestimmt? Mhm. Dann hätte unsere Chefredakteurin aber mal ein dickes Motiv. Aber nur, wenn sie von dem Deal gewusst hat. Der Lautner sagt, dass er mit ihr noch nicht geredet hat. Aber vielleicht die Schneider. Die Schneider. Und schon wieder hat der Wagner die Schneider mächtig unterstützt. Warum pusht er die so? An ein Verhältnis der beiden glaube ich schon längst nicht mehr. Dem war seine Freundin, die Brandauer, mit Sicherheit sofort auf die Schliche gekommen, so wie die drauf ist. Dann hätte sie doch eher ihren Freund umgebracht. Oder eben doch die Schneider. Oder vielleicht doch die Schneider. Womit wir wieder beim Anfang wären. Michi, wo bleibst denn? Die erwarten dich schon. Ich komm grad vom Andi. Ah, hat er dir helfen können? Ja, irgendwie schon. Er hat nämlich gesagt, dass ich mir selber helfen soll. Und dann hat er gemeint, ich soll doch das machen, was ich am besten kann. Nachforschungen betreiben. Und nach was ist forschen? Nach weiteren Aufzeichnungen, die wo die 730 fehlenden Euro rechtfertigen taten. Also quasi nach einem zweiten Schuhkarton. Quasi. Herr Mohr? Jo, ich bin ja schon da. Was ist denn? Was ist jetzt mit dem Bewegungsmuster vom Kaffeebecher? Bewegungsmuster vom Kaffeebecher haben wir keine, aber wir haben viele Fingerabdrücke auf dem Kaffeebecher. Aber die sind nicht nur von der Schneiderin, sondern auch von der Kollegin, von der Josie Meyer. Ah. Warum haben Sie da nicht uns oder Frau Stockel gleich Bescheid gegeben? Weil die Spusi und ich 5 Stunden lang Fingerabdrücke und Speichelproben von sämtlichen Mitarbeitern genommen haben. Und weil das sehr viele sind. Und weil die nicht draußen vor der Türe warten, bis ich sie einzeln hereinrufe. Darum. Verstehe. Frau Stockel? Ja? Dann Sie uns bitte die Josie Meyer einbestellen. Mach ich. Und lassen Sie bitte Frau Meyers Computer beschlagnahmen und danach von der KTU durchchecken. Hab ich doch schon gemacht. Computer ist unten beim Fernseher. Guter Job, Herr Mohr. Danke. Das kann ich wenigstens. Ach, das wird schon. Mit ein bisschen Übung kriegen Sie Ihren Schatzmeisterjob auch in den Griff. Hm? Mhm. Herr Mohr, wie heißt es selber so schön? Übung macht den Schatzmeister. Herr Stadler, also die Josie Meyer habe ich nicht erreicht, im Sender ist sie auch nicht. Aber ich habe was sehr Interessantes herausgefunden, wenn ihr bitte mitkommen würdet. Gern. Dann da die Song treffen wir uns morgen direkt vor dem Sender und nehmen uns die Josie Meyer vor. Hm? Mhm. Folgendes. Ich bin nämlich weitergekommen mit der Schneider. Die Kollegen aus Lüneburg haben mir gerade eine E-Mail geschickt, in der steht, dass es dort vor 9 Jahren einen Banküberfall gab. Begangen von einer Marilyn Schneider. Ein Bankraub also? Unser Leich ist eine Bankräuberin. Tja. Haben Sie die Akten gefordert? Ja, die schicken die. Es steht auch drinnen, dass sie die Strafe vollständig abgesessen hat. Es gab keine vorzeitige Entlassung und vor 3 Monaten ist sie freigekommen. Gibt's eigentlich schon was Neues wegen den Drucker? Na, Herr Bach, das hätte ich Ihnen doch schon gesagt. Passen Sie auf, die KTU hat ein bisschen einen Druck wegen den Drucker. Die sind an einem anderen Fall dran und müssen jetzt warten, dass die Drucker wieder frei sind. Jetzt sind aber nicht alle Drucker frei, weil sie noch bei den freien Mitarbeitern sind. Hm? Aha. Gut, ich mach mich dann mal auf die Socken. In einer Stunde habe ich einen Besichtigungstermin. Drücken Sie mir die Daumen. Das mache ich. Toi, toi, toi. Vielen Dank für die Mühe. Da kann man nur sagen, viel Glück. Ja, das braucht er. Also immer alles auf den letzten Drücker. Der hat doch die Ruhe weg. Apropos letzten Drücker, ich muss ja für Frau Hofer heute noch einen Rehbrunnen aus den Ärmel schütteln. Apropos, wer im Glashaus sitzt. Spät. Aber nicht zu spät. Wenn Sie jetzt halt noch in der Kirche den Rebraten machen wollen, ist es viel zu spät. Oder können uns zaubern? Mit Verlaub, das kann ich. Rebraten. Ich versteh's einfach nicht. Wieso zeigt die mir so eine Wohnung? 2 Zimmer, zwischen 50 und 60 Quadratmeter, kein Erdgeschoss. Das war der Deal. Und was hat er die Maklerin dann gezeigt? Die Wohnung war so um die 180 Quadratmeter.
Vier Zimmer, zwei Bäder aus Marmor. Nur alleine die Küche, die war schon so groß, wie ich mir die Wohnung vorgestellt habe. Das Einzige, was übereingestimmt hat, war, dass sie nicht im Erdgeschoss war. Na, immerhin, das ist doch schon was. Was soll der Spaß dann kosten? Das habe ich mir gar nicht mehr gefragt. Und woran lag es jetzt, dass man dir was komplett Falsches gezeigt hat? Ich habe keine Ahnung. Telefon. Morgen, Frau Stocke. Guten Morgen, Herr Bach. Wo bleibt's denn? Die Frau Meier wäre schon da. Bei Ihnen? Ja, sie hat gesagt, der Herr Mohr hätte sie hierher bestellt. Moment mal. Die Meier ist bei Stockel, der Mohr hat sie hinbestellt. Ja, also wenn wir jetzt schon mit da sind, dann reden wir doch zuerst mit der Walnitschek und mit dem Wagner. Hm? Mhm. Frau Stockel, wir sind gleich bei Ihnen, ja? Ja, ist gut. Haben Sie einen Kollegen bestellt, der Frau Meier beaufsichtigt? Selbstverständlich, müsste jeden Moment da sein. Ich habe die gleich angefordert, nachdem ich den Bericht von der KTU gelesen habe, beziehungsweise was die im Computer von der Frau Meier gefunden haben. Und jetzt passen Sie auf. Vor einer Woche hat die Frau Meier im Internet nach Gift gesucht. Unter anderem nach Blausäure. Hm, interessant. Ja, das meine ich auch. Moment. Ja? Ah, bitte in den Vernehmungsraum. Ja. So, da bin ich wieder. Ich habe noch weiter recherchiert. Und zwar bei der Lüneburger Zeitung. Und da bin ich auf Folgendes gestoßen. Vor 9 Jahren gab es einen zweiten Banküberfall. Der Täter war männlich. Alter und Aussehen konnte man nicht identifizieren, weil der Täter eine Maske trug. Dann rufen Sie doch gleich mal bei den Lüneburger Kollegen an. Vielleicht wissen die ja mehr. Mach ich sofort. Was anders, Herr Bach? Wie war denn die Wohnungsbesichtigung? Schlecht, aber das erzähle ich Ihnen später. Gut, bis später. Samas. Ja. Ja, stimmt. Ich habe Herrn Lautner den Deal vorgeschlagen. Hm? Haben Sie der Frau Walnitschek gesagt, dass hier eine Kündigung ins Haus steht? Nein. Sie hätte es von Herrn Lautner erfahren. Hm, der Herr Lautner hat ihr bis jetzt noch nichts gesagt, sagt er. Wäre schon noch gekommen. Sie kannten Frau Schneider gerade mal 3 Wochen und schlugen sie gleich als Nachfolgerin der Chefredakteurin vor? Das finde ich ja ganz schön kühn. Die Walnitschek ist nicht gut in ihrem Job. Oh, der Herr Lautner ist aber sehr zufrieden mit ihr. Herr Lautner ist Großmetzger. Er kann die Qualität von Würsten mit Sicherheit sehr gut beurteilen. Bei anderen Dingen habe ich da meine Zweifel. Der Herr Lautner hat uns erzählt, dass die Frau Walnitschek letztes Jahr mit einem Medienpreis ausgezeichnet wurde für hervorragende Leistungen im Lokalfernsehbereich. Sagen Sie mal, die Juroren, kennen Sie die Ablos mit Würst aus? Hä? Ich wollte sie loswerden. Fertig. Warum denn so viel Engagement für Frau Schneider? Ich habe es Ihnen doch schon gesagt. Die Frau war gut. Außergewöhnlich gut. Mit ihr hätte ich es bis an die Spitze geschafft. Warum glaube ich Ihnen das nicht? Weil Sie unser Gewerbe nicht kennen. Marilyn war Aschenputtel, ich der Prinz. Gemeinsam wären wir unschlagbar gewesen. Hört, hört. Brauchen Sie mich noch? Nein. Ja, so ein arroganter Zipfel. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Was? Aschenputtel. Frau Stockel. Ich denke, hier ist kein Netz. Ja, Frau Stockel? Herr Bach, Folgendes. Also ich habe jetzt mit den Kollegen in Lüneburg telefoniert und die haben gesagt, dass sie den Täter immer noch nicht geschnappt haben. Bei der Identität sind sie auch noch nicht weitergekommen und sie glauben, dass die beiden Überfälle nichts miteinander zu tun haben. So, Herr Bach, und jetzt möchte ich von Ihnen wissen, was bei der Wohnungsbesichtigung falsch gelaufen ist. Alles, aber das erzähle ich Ihnen später, ja? Ja, aber Sie können mich doch nicht so hängen lassen. Habe ich was verkehrt gemacht? Das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall habe ich keine Zwei-Zimmer-Wohnung, sondern eine Luxusimmobilie besichtigt. Später mehr, ja? Bis später. Was? Bezüglich des zweiten Bankraubs gibt es keine neuen Ergebnisse. Aha. Doch. Ja, bitte. Grüß Gott. Wir hätten nur noch ein paar Fragen. Nur kurz. Kann ich Ihnen was anbieten? Also, mir nicht. Für mich auch nicht. Vielen Dank. Wussten Sie, dass Frau Schneider und Herr Wagner an Ihrem Stuhl gesägt haben? Nein, das habe ich nicht gewusst. Sie lügen. Nein. Doch, Sie lügen, sowas sehe ich gleich. Und ich sage Ihnen auch, warum Sie lügen. Weil wenn Sie es jetzt zugeben würden, würden Sie sich ziemlich stark belasten. Erstens, weil Sie uns gestern nichts davon gesagt haben. Und zweitens, weil Sie ein ziemlich starkes Motiv hätten. Ich habe das nicht gewusst. Aber was haben die beiden eigentlich geplant gehabt? Genau, da haben Sie recht. Wir sagen Ihnen das jetzt, was Sie ohnehin schon wissen. Die Frau Schneider sollte Ihre Nachfolgerin werden. Das glaube ich nicht.
Doch, von Ihrem Chef, vom Herrn Lautner, höchstpersönlich abgesegnet. Nein. Und? Hat sie jetzt gelohnt? Keine Ahnung. Überdenkt, sie sehen sowas. War nur ein Versuch? Moment, Moment, Moment. Die Objektnummer ist doch 63 14 12. Ja, 14. Wie bitte 40? Ja, ich hab schon noch gute Ohren, ja. Ja, und jetzt ist die Wohnung weg, oder wie? Aha, sauber. Gut, dann bedanke ich mich. Ja, wiederhören. Ist das, wo habe ich denn den Zettel hingetan? Das kann ich gar nicht sagen. Das glaubst du nicht. Du glaubst es nicht. Es gibt Sachen, die glaubst du nicht. Ich hab doch gestern am Abend noch einmal das ganze Vereinslokal abgesucht. Und da war ganz hinten in einem Regal dieser Ordner gelegen. Und weißt du, was da drinnen war? Wo ist denn dieser blöde Zettel hin? Rechnungen im A4-Format. Warte mal. Scheiße. Ja, Mohr. Andi, bist du schon wieder da vom Surfen? Wie war denn der Wind? Ja, ich bin gleich bei dir unten. Ich habe wunderschöne Neuigkeiten. Ja, für dich, Andy, danke. Ich hab den Zettel dem Bach gegeben. Okay. Morgen, Herr 80er. Servus. Morgen, Herr Mohr. Scheint sehr gut zu gehen. Ja. Ach, Frau Stockel, Sie helfen doch dem Herrn Bach bei der Wohnungssuche. Wie schaut's denn aus? Oder schon eine? Im Gegenteil, ich hab's vermasselt. Die Objektnummer war 63 40 12. Und ich hab 63 14 12 verstanden, weil ich abgelenkt war. Aber eines sage ich Ihnen, Herr 80er, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ja, ich bin in meinem Büro. Verstehe. Gut, vielen Dank, Stadler MD. Folgendes, der Drohbrief stammt eindeutig von der Walnitschek. Aber für den Mord hat sie ein bombenfestes Alibi. Was anderes? Haben wir jetzt eine Wohnung? Ja, aber die falsche. Wie das? Ich will jetzt nicht drüber reden. So, der Läufer, Frau Stockel, sind wir schon da. Das ist schön. Haben wir ja schon im Vernehmungsraum. Ja. Ach, das haben die Kollegen aus Lüneburg geschickt. Später. Wollen Sie die Frau Meier vernehmen und ich schaue dabei die Unterlagen durch? Gern. Jetzt sagen Sie doch was. Was denn? Ja, irgendwas, aber tun Sie nicht so, als wenn nichts wäre. Wegen der Wohnung? Ja. Also folgendes. So, Frau Meier. Es schaut leider sehr schlecht aus für Sie. Wieso jetzt das? Wir haben auf dem Kaffeebecher von der Frau Schneider Ihre Fingerabdrücke gefunden. Ja, na und? Ich hab vom Automaten einen Kaffee geholt. Und die Marilyn hat mich gebeten, dass ich einen mitbringe. Konnte es irgendjemand bezeugen? Na, aber so war's. Wir haben uns übrigens auch Ihren Computer vorgenommen. Was? Mhm. Ein Zahlendreher. Ja, also die Frau Enders, diese Maklerin, die hat so genuschelt, beziehungsweise ich war wirklich abgelenkt. Und dann habe ich heute statt 40, 14 verstanden. Und jetzt bin ich wahrscheinlich schuld, Herr Bach, wenn Sie nächste Woche auf der Straße stehen. Frau Stockel, kein Problem, das kriege ich schon hin. So, jetzt aber Themenwechsel. Kann ich da mal reinsehen? Also, ja. Also übrigens, die von der Lüneburger Zeitung, die meinen, dass die beiden Banküberfälle zusammengehören. Also, dass die Frau Schneider mit dem anderen Täter unter einer Decke steckt. Gibt's dafür Beweise? Nein. Aber ich habe von den Kollegen Beweismaterial angefordert und die haben mir dann das per Express geschickt. Diesen Handschuh hat der Bankräuber verloren. Ja, und was sollen wir damit? Für alle Fälle. Also, falls es einen Verdächtigen gibt. Haben wir aber nicht. Ach so. Frau Stockel, Sie sind ein Schatz. Wir haben das Verlaufprotokoll auf Ihrem Computer durchgeschaut. Sie haben ja letzte Woche im Internet über Gifte recherchiert. Darunter Blausäure. Ja, da war ja vor kurzem so ein Mordfall in Rosenheim, wo ein Antiquitätenhändler seinen Kunden mit Blausäure vergiftet hat. Ja, ist mir bekannt. Ja, und der Herr Wagner wollte eine Sendung drüber machen. Der Wagner hat sich beauftragt. Ja, ich sollte halt ein bisschen Hintergrundrecherche betreiben und dazu gehört halt auch, dass ich mir mit der Wirkung von Blausäure auskenne. Verstehe. Ja. Frau Stockel, wenn Sie mir bitte den Herrn Wagner einbestellen würden. Mach ich. Sagen Sie mal, was ist denn jetzt aus seiner Wohnung geworden? Er hat sie nicht. Ja, das weiß ich aber warum. Frank, selber, sonst kriege ich Schnappatmung. Ich hätte da noch einen Verdächtigen im Angebot. Den Wagner. Wir haben uns doch die ganze Zeit gefragt, warum der Wagner die Schneider so unterstützt. Was ist, wenn er das alles gar nicht freiwillig gemacht hat? Ah, Sie meinen Erpressung? Und was ist, wenn die beiden Banküberfälle in Lüneburg zusammengehören? Schneider und Wagner, ein Gaunerpärchen, Bonnie und Clyde.
Sie wird gefasst, verrät ihn aber nicht. Nach 9 Jahren kommt sie aus dem Knast. Wen sucht sie auf? Ihren Ex-Komplizen. Der Karriere gemacht hat und sich jetzt revanchieren muss. Die hat ja den komplett in der Hand. Ein Wort von ihr und der geht für 9 Jahre ins Gefängnis. Also muss er sie aus dem Weg schaffen. Mit Blaushöri. Und dazu weiß jetzt ich was. Weil der Wagner hat die Meier beauftragt, über Blaushöri zu recherchieren. Passt doch alles zusammen. Jetzt fehlt bloß noch der ultimative Beweis. Da hätte ich noch was. Kommt er Ihnen bekannt vor? Naja, ist ja auch schon 9 Jahre her. Ich helfe ihm mal ein bisschen auf die Sprünge. Ein Bankraub in Lüneburg. Eine Frau überfällt eine Bank und in der Nähe ein Mann eine zweite. Klingt nach einer guten Story. Die Frau wird gefasst, Marilyn Schneider. Der Mann konnte entkommen. Die Marilyn, eine Bankräuberin? Wow. Die Frau überrascht einen sogar, wenn sie tot ist. Ich habe da noch ein Wow für Sie. Sie waren Ihr Komplize. Jetzt wird die Geschichte aber schräg. Sie kommt raus, sucht sie auf und stellt fest, wie erfolgreich sie mittlerweile sind. Sie hat sie erpresst. Entweder Sie helfen ihr die Karriereleiter nach oben oder sie schickt sie die Leiter nach unten. Und dann taucht der Drohbrief auf, den die Frau Walnitschek verfasst hat. Das kann mir nicht alles ganz recht. Absoluter Blödsinn. Nein, es ist kein Blödsinn. Wir haben die DNA von dem Handschuh mit Ihrer DNA verglichen. Und was soll ich Ihnen sagen? 100%ige Übereinstimmung. Sie sind der zweite Bankräuber. Was sollte ich machen? Marilyn hatte mich in der Hand. Ihr Anteil am Bankraub hat sie nicht interessiert. Wie eine Filzlaus hat sie sich mein Leben eingenistet. Sie hätten die Wahl gehabt. Sie hätten sich stellen können. 9 Jahre Knast wie Sie. Nein. Dann nehme ich lieber einen Mord in Kauf und gehe, wenn ich erwischt werde, ein bisschen länger ins Gefängnis. Ein bisschen lebenslänglich. Herr Wagner, Sie sind vorläufig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachts, Marilyn Schneider ermordet zu haben. Herr Mohr, bitte. Jo. Herr Wagner, wenn Sie bitte mitkommen möchten. Richten Sie der Frau May einen schönen Gruß von mir aus. Das mit dem Feature verzögert sich. So, und jetzt gehen. Das mit Ihrer Wohnung verzögert sich ja auch. Ja, aber nicht so lange wie bei dem.